Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Panel Aktuelle Entwicklung am Rohstoffmarkt und wie man mit ETCs daran teilhaben kann. Eben habe ich einen kleinen Widerhall gehört, aber ich glaube, der ist schon wieder weg und alles klingt gut. Ich freue mich, dass Sie sich für das Thema Rohstoffe entschieden haben. Vielleicht waren Sie auch schon bei einem oder anderen Panel mit dabei. Wir haben diese Woche jetzt mal ein bisschen was gemacht, um den Konjunkturausblick unter anderem oder um Smart Wetter. Die ganz verschiedensten Themen sind ja diese Woche im Angebot und speziell bei den Rohstoffen ist es in diesem Jahr, ich glaube, da sage ich nicht oder übertreibe ich nicht, wenn ich sage, es ist spannender denn je. Egal, ob man sich Öl anschaut, Gold, Industriemetalle, alle sind 2020 extrem in Bewegung, ganz besonders natürlich Öl. Viele werden sich an den 21. April erinnern, den Ölpreiscrash, wo zumindest ein Kontrakt ins Minus kehrte und damit waren die Schlagzeilen natürlich groß. Öl rentiert negativ. Wie geht das überhaupt? Was hat das für Konsequenzen? Und natürlich waren davon auch Anleger von Ölzertifikaten oder ETCs betroffen. Gold dagegen auf Höchstständen. Und seit ein paar Wochen ist es irgendwie so, als wenn das Ganze an den Rohstoffmärkten ein bisschen langweiliger wird. Aber Eugen Weinberg sagt, im Hintergrund ist extrem viel in Bewegung. Und darüber wollen wir jetzt reden in dieser nächsten Stunde und vor allem auch, wie man als Anleger an diesen Bewegungen teilhaben kann. Ich begrüße jetzt mein Panel, würde einmal die Regie bitten aufzuziehen. Die drei Herren stehen nämlich in den Startlöchern. Ganz oben mit dabei ist Eugen Weinberg. Im Büro der Commerzbank, hat er mir eben noch erzählt, Chef Rohstoffanalyst seit vielen, vielen Jahren. Wir kennen uns noch aus ganz alten Schaltzeiten bei NTV, Herr Weinberg. Und Rohstoffe ist und bleibt Ihr Steckenpferd. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dann mit dabei Timo Storz, direkt unter mir im Augenblick sozusagen. Wir beide begrüßen aus dem Homeoffice. Sie haben gesagt, Sie sind auch schon seit Wochen, seit Monaten im Homeoffice. Sie verantworten den Vertrieb der deutschsprachigen Regionen bei WisdomTree. WisdomTree ist natürlich bekannt, aber für den, der jetzt nicht ganz drin ist im Thema, vielleicht gesagt, ist einer der größten Unabhängigen, das ist Ihnen wichtig, ETF- und ETC-Anbieter in Amerika. Und Sie verantworten den Vertrieb hierzulande. Und wir haben mit dabei Kemal Bacci, der ist auch im Büro bei der BNP Paribas, aber hat gesagt, ab nächste Woche könnte sich das auch ein bisschen ändern. Produktmanager für ETCs und Zertifikate bei der BNP Paribas. Sie entwickeln strukturierte Produktlösungen, sind häufig in den Medien zu sehen, berichten viel darüber, sind auch regelmäßiger Gast bei NTV. Schön, dass wir uns heute hier in diesem Panel sehen. Und Herr Weinberg, wir wären jetzt alle so froh, weil es natürlich sein kann, dass jetzt bei den Zuschauern, es sind sehr viele Zuschauer bei dem Panel, dass wir doch ein unterschiedliches Vorwissen haben. Ja, vielleicht können Sie uns einfach mal abholen, so mit einem Blick auf den Rohstoffmarkt. Oder vorab, vielleicht an alle muss ich noch mal kurz die Frage stellen, sind Sie jetzt überhaupt entspannt und beruhigt hier an so einem Tag wie heute? Ich habe eben gerade noch mal schnell auf die Märkte geguckt. Können Sie weg jetzt eine Stunde? Ja, man sieht das, man gewöhnt sich an alles und auch an die Volatilität und die Spannung gewöhnt man sich und auch an die Corona-Zahlen wird man sich leider in den kommenden Tagen und Wochen auch gewöhnen müssen. Wahrscheinlich muss man mit dieser Krankheit auch längerfristig umgehen können. Egal wie es ja ausgeht mit der Krankheit, muss man sagen, dass ich mich für den Rohstoffmarkt vor einiger Zeit entschieden habe, während die Zuschauer sich heute für das Panel entschieden haben. Seit bereits 20 Jahren beobachte ich diesen Markt sehr intensiv und ich muss wirklich sagen, so spannend wie jetzt war es noch nie. Auch wenn es auf den ersten Blick überhaupt keine Spannung vorliegt. Die Preise für Öl sind bei 40 Dollar, da waren sie auch vor 3-4 Monaten, da waren sie auch vor 3-4 Wochen. Da hat sich auch nicht viel getan, wird sich auch in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht so viel ändern. Die Ölpreise, die Goldpreise sind jetzt bei 1900 US-Dollar pro Unze. Die Kupfer, ja, da gibt es ein bisschen Dynamik, aber auch diese Preise sind ja mehr oder weniger eingeschlafen. Aber das ist nur der erste Blick. Und wie es häufig der Fall ist an den Märkten, lohnt sich bei den aktuellen Entwicklungen hinter die Kulisse zu schauen. Und der zweite Blick lohnt sich auf alle Fälle, weil da offenbart sich leider nicht so viel das Gleichgewicht, sondern eher das Gleichgewicht des Schreckens. Also ich würde dann die aktuelle Situation mit der Fahrt Jassons zwischen Zyle und Charybdis, das sind ja die zwei bekannten Ungeheuer aus der griechischen Mythologie, vergleichen. Von der einen Seite droht uns momentan der komplette Zusammenbruch der Wirtschaft, weil ja die Lockdowns in Europa, in Asien, in Amerika teilweise drohen. Also da wird das Geld
fehlen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geben die Zentralbanken das Geld, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Man weiß ja gar nicht, wohin mit dem Geld. So billig wie jetzt war es ja noch nie. Und diese Spannung kann man ja aktuell mit einem sogenannten Sprungfedereffekt vergleichen. Wenn man jetzt eine Sprungfeder auseinanderzieht, dann geht es ja eine Zeit lang gut, bis es irgendwann nicht mehr geht und dann zieht sie sich auch auf einmal zurück. Und das ist ja meine Befürchtung für die kommenden Monate, dass die Volatilität wieder zurückkehren wird und dass wir wirklich sehr, sehr spannende Zeiten vor uns haben werden. Spannende Zeiten in diesem Fall im negativen Sinne. Und ich hoffe, dass wir doch einige bessere Botschaften vielleicht von meinen Partnern, von meinen Mitrednern heute zu hören bekommen. Aber ich sehe momentan leider zu viele Risiken für die Wirtschaft, zu viele Risiken für unser Finanzsystem. Und deswegen bin ich ja sehr gespannt, auch wenn es jetzt nicht den Anschein, vielleicht nicht diesen Anschein bei der Übertragung mache. Okay, das war jetzt noch gar nicht. Ich hatte überlegt, ob Sie schon bei den Rohstoffmärkten sind oder nicht. Babacci, aber vielleicht auch mal ganz kurz ein Wort zu den Märkten aktuell. Ich meine, der DAX gerät ja heute ordentlich unter die Räder, über 3%. Gold komischerweise steigt dagegen nicht. Also irgendwie scheint momentan keiner zu wissen, was richtig ist, oder? Hallo Frau Wohlfall. Tatsächlich sind unsere Analysten gehen auch davon aus, dass die Volatilität in den nächsten Monaten deutlich zunehmen kann. So ein Tag wie heute oder auch, wie wir diese Woche schon mal gesehen haben, ist natürlich viel Volatilität da. Das finden aber unsere Zertifikateanleger in der Regel ganz gut, denn sie finden bei Zertifikaten, gerade bei Hebelprodukten, auch viele Instrumente, wo Dynamik eben auch erwartet wird oder verlangt wird, mit denen sie dann investieren können. Okay. Auf der Rohstoffseite hingegen, beziehungsweise unsere Analysten sind da aber eher der Meinung, dass wir den großen Crash wahrscheinlich nicht sehen werden. Sie sehen im Moment einfach, dass die Notenbanken extrem aktiv sind. Die Federal Reserve kauft, glaube ich, im Volumen von 40 Milliarden die Woche Anleihen an und die anderen Notenbanken ziehen hinterher. Wir dürfen wahrscheinlich nach den Wahlen ein großes Fiskalprogramm erwarten. Und deshalb gehen Sie davon aus, dass der große Crash jetzt trotz der steigenden Infektionszahlen ausbleibt, bleiben aber positiv weiterhin für Gold und überraschenderweise in der letzten Analyse auch positiv für Öl. Da dürfen wir wahrscheinlich bis ins nächste Jahr sogar Preise von über 50 Dollar erwarten. Das ist in der Tat überraschend, ne? Und eigentlich nicht selbstverständlich, wenn man bei der Konjunktur Sorgen hat. Herr Storz, wollen Sie vielleicht auch einen ganz kurzen Eindruck Ihres Hauses der Kapitalmärkte geben zu Beginn? Ja, danke Frau Wohlfahrt, definitiv. Ich kann mich da in vielen Punkten meinen Vorrednern anschließen. Die Volatilität und damit auch die Unsicherheit am Markt ist momentan sehr, sehr hoch. Wir haben bei Bistentree, unser Kerngeschäft sind die Rohstoffe, vor allem auch Gold. Wir verwalten in verschiedenen ETPs gut 20 Milliarden in Gold. Und die Stimmung dieses Jahr zum Thema Gold ist sehr überraschend und auch sehr positiv. Gold hat zwar einen kleinen Rücksetzer wieder verbucht unter die 2000 Dollar, aber dennoch sind wir auf Jahressicht auf einem sehr soliden Plus. Und was wir auch von unseren Kunden feststellen, ist, dass auch viele Gold erst dieses Jahr neu entdecken für sich, was in den Vorjahren gar nicht so der Fall war. Wir sind natürlich auch im Goldpreis eher auf der positiv gestimmten Seite und hatten natürlich auch dieses Jahr gerade am Ölmarkt relativ viel Arbeit und sehr viel Neues erlebt. Es war eine beispiellose Volatilität am Ölmarkt, aber ich denke, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Danke. Ja, genau, da können wir vielleicht, aber direkt ist eine gute Idee von Ihnen, Herr Storz, steigen wir doch da mal mit ein. Herr Weinberg, Sie haben gesagt, 20 Jahre machen Sie das schon. Ölpreiscrash 21. April, zumindest der WTI-Öl-Future-Kontrakt für Mai 2020, brach bis auf minus 40 US-Dollar ein. Haben Sie sich sowas bis dahin vorstellen können und können Sie uns noch mal kurz die Umstände erläutern und vor allen Dingen auch Ihre Prognose? Was droht uns noch mit Öl? Ja, man hätte sich davor das natürlich nicht vorstellen können. Im Nachhinein kann man sich mittlerweile wirklich auf alles gefasst machen, denn in der Zukunft kann es ja sein, wirklich, dass bei den Anlagezertifikaten, bei denen eigentlich keine Zahlungsverpflichtungen
seitens der Kunden möglich sind, die wären ja sozusagen vom Prospekt her fast ausgeschlossen, doch möglich sind. Also manche Kunden in Asien, insbesondere in China, mussten tatsächlich am nächsten Tag mit Schrecken auf ihre Kontenstände zusehen, dass sie auch nochmal nicht nur das ganze Geld, was sie in die Zertifikate investiert haben, verloren haben, sondern auch nochmal obendrauf knapp 1 Milliarde Dollar hinzuzahlen mussten. Also das war natürlich ein Novum an den Märkten. Man hat daraus gelernt, aber wie es so bei den schwarzen Schwänen ist, man ist ja nur halt für diesen einen, dieses eine Mal nicht vorbereitet. Danach ist man ja vorbereitet. Da kommt aber ein neuer schwarzer Schwan auf uns auf und nicht jetzt der letzte, weil wir darauf, wie gesagt, vorbereitet sind. Aber wenn man jetzt wirklich über die Hintergründe dieser, dieses Abenteuers, dieser Entwicklung sprechen müssen im Detail, bräuchten wir mindestens eine Stunde, denn tatsächlich, was da vorgefallen ist, also so viel Zeit haben wir ja nicht, aber tatsächlich, was da vorgefallen ist, hätte nur an diesem Tag passieren können, an dem Tag, wo nicht der eigentliche physische Future ausgelaufen ist, sondern der in Bar ausgeglichene Pendant in London, Mumbai und Moskau. Und zu diesem Zeitpunkt hat man ja gar nicht so sehr diese Überschüsse im Blick, auch wenn man jetzt damit das begründet hat, sondern das war ein gezielter Angriff von einigen sehr sophisticated, sehr gewieften, sehr guten Spezialisten in diesem Markt, auf den Markt, die darauf spekuliert haben, dass die Broker nicht in der Lage sein werden, diese negativen Preise an die Kunden zeitnah weiterzugeben, obwohl die Börse die Broker auch einige Tage davor vor den negativen Preisen gewarnt hat. Und das hat dazu geführt, gepaart mit einer sehr geringen Liquidität zu diesem Zeitpunkt, gepaart mit der Tatsache, dass der Settling Window, also der Zeitpunkt, also das Zeitfenster für die Preissetzung an diesem Tag nur ein paar Minuten betrug. All diese Faktoren haben dazu geführt, dass wir diese Situation erlebt haben. Am nächsten Tag mussten viele Broker von ihren Kunden sehr viel Geld verlangen, viel mehr, als man eingesetzt hat. Das wird sich nicht wiederholen, aber das macht wirklich uns eine Lehre, dass auch Anlagezertifikate wie ETCs nicht so sicher sind. Man muss ganz genau diese Bedingungen sich anschauen. In Deutschland wäre es ja ausgeschlossen, in manchen anderen Ländern, wo die MTN- oder ETC-Bedingungen anders sind, wo die Regeln anders sind, und da hoffe ich auch, werden meine Kollegen etwas dazu sagen können, kann es ja tatsächlich zu Nachschussverpflichtungen kommen, so in einem Fall. Aber das hatte nur bedingt, dieses Ereignis am 21. April, hatte nur bedingt etwas mit dem Überschuss am physischen Markt zu tun. Das war eine schöne Begründung. In Wirklichkeit war es ein spekulativer Angriff. Dann fragen wir doch mal unsere beiden Anbieter mal, Herr Storz, Herr Bacci, haben Sie daraus gelernt aus der Situation? Und was kann man Anlegern in dem Zusammenhang raten? Herr Bacci, ich merke schon, Sie wollen schon loslegen. Frau Hofer, ja, ganz genau. Ich möchte explizit unbedingt darauf hinweisen, dass es in Deutschland, also bei BNP Paribas, natürlich keine Nachschusspflicht bei den ETCs geben kann. Das ist rechtlich schon ausgeschlossen durch die rechtliche Dokumentation, die auch jeder nachlesen kann, weil sie auf Deutsch ist, bei uns auf der Webseite abrufbar. Da ist der Mindestrückzahlungsbetrag eben mit null gefloort, wie es so schön heißt, und kann auf keinen Fall negativ werden. Ich glaube, das Szenario am 21. April, das alle hier im Blick haben mit den negativen Preisen, war ja ehrlicherweise auch schon eine Phase. Das war nämlich der vorletzte Handelstag des Mai-Kontrakts, bei dem eigentlich viele Anbieter längst nicht mehr in dem Vertrag allokiert sind, weil so ein ETC hat ja keine Laufzeitbegrenzung. Das heißt, die Terminkontrakte, die dem ETC zugrunde liegen, werden fortlaufend mit länger laufenden Kontrakten ersetzt oder gerollt, wie es in der Fachsprache heißt. Und dieser Rollvorgang, zumindest bei BNP Paribas, hat schon fast 10 Tage vor Ablauf des Kontrakts stattgefunden. Da ist die Liquidität nämlich noch richtig hoch. Und dort konnte man auch ohne weiteres die Summe dann in den nächsten
Kontrakt rollen, sodass wir davon eigentlich nicht berührt waren. Im Gegenteil, in dieser Phase, was Anleger aber beachten müssen, ist eben dieser Rolleffekt, denn die unterschiedlichen Laufzeiten, wie wir jetzt wissen, können erheblich unterschiedliche Preise haben. Und diese Preisdifferenzen haben sich genau in der Corona-Krise auch schon abgezeichnet. So hat der Mai-Kontrakt zum Beispiel irgendwo bei 10, 11, 12 Dollar notiert, während der Juni-Kontrakt schon bei 20 Dollar notiert hat, weil der Markt schon vorweggenommen hat, dass die Nachfrage in dieser Phase deutlich wegbrechen wird. Und dann haben sie plötzlich Effekte, wo sie in 50% oder gar mehr teurere Kontrakte rollen müssen. Mhm. Und dieses Aufgeld macht sich dann auch im Bezugsverhältnis der ETCs bemerkbar. Diese Rolleffekte gilt es zu beachten. Da mussten auch wir sehr viel Aufklärung an der Hotline machen. Sie haben es erwähnt, viele Neukunden sind in dieser Zeit in den Ölmarkt gegangen. Und da haben wir über 4 Hotlines freigeschalten, um überhaupt diese Flut an Anrufe dann und vor allem auch diese Aufklärung betreiben zu können. Und ich glaube, alle Kunden, die angerufen haben, haben dann auch jemanden an der Leitung gehabt und der ihnen das nochmal erklärt, den Zusammenhang der Rolleffekte. Und das gilt es auf jeden Fall zu beachten, auch in Zukunft. Jetzt sind wir schon ganz tief drin. Jetzt geht es schon um Kontrakte, jetzt geht es schon um Rolleffekte. Wollen wir vielleicht, Herr Storz, wollen Sie das übernehmen? Nochmal ganz kurz für die Zuschauer, die dabei sind und vielleicht noch gar nicht so genau wissen, was das ist. Nochmal kurz erklären, was sind ETCs? Was ist der Unterschied auch zu einem ETF zum Beispiel? Ja, Herr Storz, legen Sie los. Sehr gerne, sehr gerne. Also da waren sehr, sehr viele korrekte Punkte natürlich dabei. Sehr gut erklärt von meinem Vorredner, wie ein ETC strukturiert ist. In erster Linie unterscheiden wir zwischen einem ETC, das wir als eine Inhaberschuldverschreibung rechtlich eingestuft wird, und einem ETF, das Sondervermögen ist. Es geht darum, dass es nicht eine Entscheidung, die der Emittent trifft, das ist eine Entscheidung, die rechtlich vorgegeben ist. Ein Einzelrohstoff wie zum Beispiel Öl, Brent oder WTI ist in sich selber nicht weiter diversifiziert und kann dann auch gar nicht unter den OGAF oder UCITS Diversifikationsvoraussetzungen ein ETF dann damit auch Sondervermögen sein, sondern muss dann schlussendlich als Inhaberschuldverschreibung und in dem Fall als ETC strukturiert werden. Weil ich halt auf keinen Index gehe, sondern auf ein einzelnes Produkt, und das bedeutet übersetzt dann, ich habe ein Emittentenrisiko, oder? Wie können wir ganz deutlich noch... In erster Linie gibt es natürlich Indizes auch bei einem ETC. Das heißt, beispielsweise bei WisdomTree bilden wir die allermeisten Rohstoffe über eines der Bloomberg-Indizes ab. Das heißt, dieses Produkt trackt definitiv auch einen Index, und dieser Index basiert dann auf verschiedenen Futures-Kontrakten. Und da habe ich als Investor die Wahl. Ich kann ja das Öl nicht wie bei Gold physisch hinterlegen und damit das Rollen der Futures umgehen, sondern muss natürlich hier die Futures-Variante wählen. Auch bei anderen Rohstoffen, wie zum Beispiel bei den Industriemetallen, die lassen sich in dieser Quantität und in diesem Volumen überhaupt nicht kostengünstig lagern, wie zum Beispiel Gold, Silber, Platin oder Palladium. Entsprechend, wie schon gut erklärt wurde, diese Futures sind Terminkontrakte, die haben eine Fälligkeit. Der ETC per se hat keine Fälligkeit, der ist Open-End. Das heißt, diese zugrunde liegenden Future-Kontrakte werden systematisch weitergerollt, um das Exposure immer aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich verkaufe meinen aktuellen Vertrag vor Fälligkeit und kaufe neu den nächsten Futures-Kontrakt, um mein Exposure weiterzubringen. Mhm. Und diese Rollverluste sind damit zu erklären, wenn ich meinen aktuellen Vertrag für weniger verkaufe und der neue Vertrag deutlich teurer ist als mein soeben verkaufter Kontrakt, muss ich ja sozusagen entweder Geld drauflegen oder ich kann mir weniger dieser neuen Kontrakte kaufen. Das heißt, ich habe damit einen Rollverlust gemacht, und das kommt zustande, das nennt man Contango. Und die Contango-Marktsituation bedeutet lediglich, dass die Futures-Kurve steigend ist. Das heißt, der Markt geht auch zukünftig von wieder höheren Preisen aus. Das ist eine sehr typische Situation, wenn der Markt sehr stark korrigiert, wie wir es gesehen haben, dass die zukünftigen Preise höher sind oder höher eingeschätzt werden als die heutigen, damit der Contango am Markt zustande kommt und meine neuen Futures-Kontrakte, um dieses Engagement weiterzuführen, teurer sind als die Futures-Kontrakte, die ich soeben verkauft habe. Da kommt direkt eine Nachfrage. Ist es immer so, dass nächste Future-Kontrakte teurer sind? Das ist nicht immer der Fall. Also es gibt ja definitiv den Begriff Cost of Carry. Also wenn ich einen Rohstoff von heute in die Zukunft bringe, habe ich ja gewisse Kosten dafür. Das sind Lagerkosten, das sind Versicherungskosten, das sind zum Teil auch Finanzierungskosten. Also rein aus der Theorie ist das in die Zukunft bringen eines Rohstoffs mit Kosten verbunden, was ein Contango
eigentlich vorhersagt. Wir haben aber auch einige Rohstoffe, die in eine Backwardation gehen. Das ist das Gegenteil vom Contango. Das heißt, wir sind zum Beispiel auf einem sehr, sehr hohen Preisniveau, wie auch immer das zustande gekommen ist. Und zukünftige Preise werden dann doch eher auf Basis von neuen fundamentalen Einsichten oder von Aussichten geringer eingestuft als die aktuellen Preise. Damit ist mein zukünftiger Futures-Kontrakt günstiger zu erwerben als den aktuellen, den ich verkaufe. Wir sehen nicht bei nicht sehr vielen Rohstoffen die Backwardation, aber Contango ist gerade im Contango, denn man sollte berücksichtigen, dass die gesamte Branche an Rohstoffzertifikaten, an Rohstoffinvestments auf den Grundlagen von ja, einem Papier von der Yale-Universität basiert, das auch unter anderem diese Rolleffekte berücksichtigt, beziehungsweise diese Rolleffekte hatten einen Großteil neben den Zinsen, die man ja in den vergangenen Jahrzehnten verdienen könnte. Es gab ja tatsächlich, man weiß es ja nicht mehr, weil man ja sich jetzt eher auf die negativen Zinsen eingestellt hat. Aber früher waren die Zinsen positiv. Sie waren auch recht positiv. Sie waren auch bei 5-6% in den 90er Jahren. Und in dieser Zeit sind diese ganzen Gewinne ja auch entstanden. Mit den Preisen selbst, also die Preise selbst haben sich in den vergangenen 30 Jahren nicht so gewaltig verändert. Sie waren ja mehr oder weniger konstant, wenn man jetzt die Inflation berücksichtigt. Manche, wie zum Beispiel die agrarischen Rohstoffe, kosten jetzt in absoluten Preisen fast genauso viel wie vor 40 Jahren in den 70er Jahren. Und da kommen diese Rolleffekte, diese Rollgewinne auch zum Tragen. Natürlich waren ja in der Vergangenheit, das war sehr häufig der Fall, auch am Ölmarkt. Backwardation ist ja nichts anderes als ein Ausdruck der Knappheit, der aktuellen Knappheit. Und deswegen ist es häufig so, dass wenn jetzt ein Markt sich in Backwardation befindet, dass wir einen doppelten positiven Effekt als Anleger sehen, dass nicht nur die Preise immer weiter steigen, sondern beim Rollen die Partizipation an den künftigen Gewinnen auch zunimmt. In den vergangenen Jahren waren ja die Märkte sehr häufig im eben Contango, also in der Situation, wo wir eine aufsteigende Terminkurve hatten. Und der Effekt kann man ja an einem berühmtesten Öl, es ist ja kein ETF, aber Oil Fund in den USA sehen. Dieser Fonds investiert eben in die nächstfälligen Futures schon seit über einem Jahrzehnt. Aufgelegt war er, als der Ölpreis bei knapp 50 Dollar war, also mit 50 Dollar aufgelegt. Der Preis ist ja nicht weit davon entfernt, also 50 Dollar, 40 Dollar, da ist der Preis ja nicht so wahnsinnig zurückgegangen. Aber die Anleger, die in diesen Fonds investiert hätten zu der Auflagezeit, hätten bis heute 95% ihres Einsatzes in den Sand gesetzt. Also das muss man ja berücksichtigen. Bei den Rohstoffen muss man aufpassen, in was man investiert. Und das ist keine Anlage, die ich jetzt einem Anleger empfehle, die man ja heute tätigt und für 2, 3 oder 5 Jahre vergisst. Nein, das ist eine taktische Anlage, die man ja eher kurzfristiger tätigt. Aus Sicht vielleicht von dem nächsten Monat, von den nächsten 6 Monaten, aber nicht aus Sicht von den nächsten 4, 5 oder 6 Jahren. Dafür sind die Rohstoffe doch viel zu zyklisch. Ich höre bei Ihnen schon raus, Herr Weinberg, und ich weiß es auch in unserem Vorgespräch, Sie sind kein großer Freund von ETCs auf Öl. Sie sagen, Edelmetalle eignen sich bestens, aber für Öl nicht so. Nein, also wie gesagt, genau aus dem Grund, es eignet sich nicht zum Einlagen. Und das, was ja tatsächlich sich einlagen lässt, sind die Edelmetalle, allen voran natürlich Gold, aber auch Silber, Platin, Palladium. Die sind leicht zu handeln, die sind sehr liquide, sind auch sehr kompakt. Das heißt also, man kann also auch dann die Lagerkosten relativ schnell oder relativ kurz berücksichtigen. Und auch hat man ja viel Erfahrung damit. Und dadurch ist natürlich auch das Interesse der Anleger recht groß an diesen Anlageprodukten, weil natürlich durch die ETFs oder ETCs erspart man sich nicht nur sehr viel Mühe bei der Einlagerung oder bei dem Handeln, spart man sich die Marge zwischen dem Einkauf und Verkauf und die Liquidität ist auch entsprechend größer, sondern das sind die Einheiten, mit denen jetzt jeder Anleger etwas anfangen kann. Das kann man ja in sein Depot legen.
Während jetzt bei den physischen Anlagen man sich immer fragen muss, ist es jetzt 95er Gold oder 90% Gold, sind das die Standardbarren, sind die auch, kann man sie auch dann wieder einschmelzen lassen, sind das Kilos, sind das Unzen, wo ist es eingelagert, also das spart man sich auch den ganzen, das Ganze spart man sich durch die ETCs und ETFs und man sollte auch keine Angst haben, dass diese ja nur Papiergold berücksichtigen, in Wirklichkeit berücksichtigen die meisten Produkte, die mir bekannt sind, auch eine physische Einlagerung, das bedeutet auch öfter den Anspruch auf eine Auslieferung, wenn man das möchte. Das heißt also, das ist eine Verbriefung des physischen Goldes oder des physischen Silbers oder Platin oder Palladiums. Für die anderen Rohstoffe aufgrund des sehr hohen Lager- und Versicherungskosten eignen sich das wenig. Okay, jetzt nehmen wir mal Kimalwachi einmal noch mit der Frage, genau, und auch gleich eine Zuschauerfrage noch dazu. Man hat immer Rollverluste im Vergleich zum Spotmarkt, oder? Fragt ein Zuschauer nochmal vorweg und dann können Sie ja Bezug nehmen auf Herrn Weinberg. Genau, also es wurden ja jetzt viel die Rollverlusteffekte diskutiert und die machen tatsächlich historisch auch einen nennenswerten Anteil an der Rendite der Gesamtanlage. Deshalb ist es für die viele ETCs schwer, den Spot, die Wertentwicklung des Spotmarktes zu erreichen aufgrund entstehender Rollverluste. Allerdings gibt es auch sogenannte rolloptimierte Strategien. Wir haben zum Beispiel eine enge Zusammenarbeit mit Jim Rogers, der Rohstofflegende, dessen Indexfamilie ist rolloptimiert, die Ricky Enhanced Familie, und die versucht, die Rollverluste zu glätten, zu minimieren, indem sie eben auf der Kurve die Laufzeiten allokiert, das sind immer drei Laufzeiten, die tatsächlich die höchste Rollrendite versprechen. Das heißt, wenn wir in einen Backwardation-Markt gehen, dann allokiert der Kontrakt auch in die günstigeren Kontrakte, die vielleicht auch länger laufen. Also es muss dann nicht immer der nächstfällige Monat sein, sondern tatsächlich auch länger laufende Kontrakte. Und gerade in diesem Jahr haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht, durch diesen Diversifikationseffekt der Laufzeiten und durch die Optimierung der Rollrendite erzielen wir niedrigere Volatilitäten in den Produkten. Gerade für die Langfristanlage hat sich das bewährt und die Rendite der Produkte hat sich auch besser entwickelt als die gängigen Produkte, die zum Beispiel immer in den nächstfälligen Kontrakt allokieren. Also Anleger, die vielleicht mittel- bis langfristig investiert sein möchten, die könnten überlegen, ob die rolloptimierte Variante sich da nicht besser eignet. Okay, was sind denn überhaupt im Augenblick so, ich sag mal, in dieser Zeit, wir haben das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes, ja, wir sind alle optimistisch gestartet, dann kam Corona, dann haben wir die Einbrüche gesehen, dann haben wir die meiner Meinung nach viel zu schnelle Erholung gesehen und jetzt sehen wir mit den steigenden Infektionszahlen wieder Nervosität und keiner kann uns im Grunde sagen, wie geht's weiter, alle Konjunkturprognosen sind schwierig. In dieser Zeit, was fragen Anleger danach? Welche ETCs sind gesucht, was sind die Renner momentan? Also bei BNP Paribas ist das mit Sicherheit weiterhin Öl. Da sehen wir die größte Nachfrage, seit wir quasi so niedrige Preise gesehen haben im Ölmarkt, sehen wir, dass auch ständig Neuinvestoren hinzukommen. Da bedarf, und wenn ich vielleicht dazwischen fragen darf, sind es dann die rolloptimierten Varianten und wie lang ist der Einsatz immer in etwa? Wird das dann eher kurzfristig oder schon langfristig ins Depot gelegt? Genau, also die mittel- bis langfristig partizipieren wollen, die setzen meist auf die rolloptimierte Variante. Auch die erfahrenen Anleger, also sei das nun institutionelle oder auch erfahrene Privatanleger, bevorzugen meist die rolloptimierte Variante. Hingegen die Anleger, die von einem starken Rebound ausgingen auf den niedrigen Niveaus, die wollten lieber in die nächstfälligen Kontrakte investiert sein, weil sie da eben den Wiederaufholeffekt am stärksten erwartet haben. Und deshalb war hier die Nachfrage gemischt, langfristige Anlage rolloptimiert und eher kurzfristige taktische Allokation waren dann die nicht rolloptimierten Produkte. Wir sehen aber auch, dass ETCs zum Beispiel von den Megatrends profitieren, Nickel auch bei uns gut nachgefragt. Ich glaube, Gold ist selbsterklärend, das wird immer stark nachgefragt, aber Nickel zum Beispiel ist ein wichtiger Rohstoff bei der Batterieproduktion für Elektroautos.
Und man versucht sogar, die schwer zugänglichen Komponenten wie Kobalt oder Mangan durch Nickel zu substituieren. Und deshalb sehen wir auch viele interessierte Anleger, die eben auf Megatrends setzen wollen, die dann bei uns auch die Nickelprodukte nachfragen. Okay, wie ist das bei Ihnen, Herr Storz? Was wird da besonders nachgefragt? Sie haben schon gesagt, Sie sind stark im Goldbereich. Genau, also in erster Linie ist auf jeden Fall richtig, was mein Vorredner gesagt hat zum Thema Rolloptimierung. Das haben wir bei WisdomTree ebenfalls im Haus. Dennoch sind wir eher davon überzeugt, dass auch trotz Rolloptimierung eine Anlage in Öl über ETCs dennoch taktisch betrachtet werden sollte. Rolloptimierung zahlt sich sehr gut aus, so können wir es zumindest mal wiedergeben, in sehr breiten Rohstoffbaskets. Denn Rohstoffe, wenn ich alle vier Sektoren zusammennehme, Energie, Edelmetalle, Industriemetalle und Agrar, geht es auch ohne Agrar, sehe ich, dass diese Rohstoffe in verschiedenen Marktsituationen nicht gleich performen. Das heißt, Gold eher auf der Krisenseite stark, Energiewerte, Industriemetalle eher stärker, wenn die Industrie anzieht. Das sind sehr unterschiedliche Bewegungen. Hier macht die Rolloptimierung gerade, wenn man das Produkt auch länger halten möchte, Sinn, kann über seine Breite auch als ETF strukturiert werden. Generell dieses Jahr, wo wir die höchste Nachfrage sehen, wir haben seit Jahresbeginn, wie gesagt, sehr hohe Nachfrage in Gold-ETCs, physisch hinterlegten Gold-ETCs, vielleicht dazu gesagt den nicht währungsgesicherten Produkten. Zum Monat April waren natürlich die Ölprodukte sehr gefragt, aber das ist, wie gesagt, eine sehr taktische Nachfrage gewesen, gerade zu diesem Zeitpunkt. Und wir sehen eigentlich aktuell sehr, sehr wenig Nachfrage in Öl bei den momentanen Preisen. Wir sind jetzt auch nicht allzu optimistisch, dass sich bei diesen Preisen noch irgendwelche großen Aufwärtstrends in der aktuellen wirtschaftlichen und industriellen Situation ergeben. Entsprechend sehen wir auch deutlich weniger Nachfrage. Was aber seit Sommer deutlich stärker nachgefragt wird, ist Silber. Auch hier ein physisch hinterlegtes Produkt, um diese ganze Rollthematik zu umgehen. Silber ist sehr stark in Nachfrage. Und bei diesen beiden Edelmetallen wandelt sich es momentan im Hinblick auf den US-Dollar, im Hinblick auf die Wahlen und das Folgejahr dahingehend, dass auch beide Produkte als Euro-Hedge nachgefragt werden. Hier sind ja immer die, also wir haben ja Euro-Anleger zum allergrößten Teil hier in Deutschland und den umgehenden Ländern. Und die Rohstoffe haben ihren Basispreis in US-Dollar. Und hier können natürlich bei einem schwächeren US-Dollar während der Haltezeit natürlich noch negative Effekte für den Euro-Investor entstehen. Also hier ist der Trend auch zu Euro-Hedged, zu Euro-währungsgesicherten Edelmetallen. Und im Bereich der Industriemetalle? Industriemetalle waren lange, sage ich, eher ruhig in ihrem Nachfrageverhalten. Ich kann auch genau wiedergeben, die Thematik zu Kupfer, Zink, Nickel, gerade was Elektromobilität angeht. Hier besteht sehr viel Potenzial, die ganze Elektrifizierung. Silber ist da aber immer noch ein sehr spannender Hybridkomponent. Silber erfüllt einerseits natürlich die Edelmetalleigenschaften, hat aber auch einen sehr hohen industriellen Nutzen. Wir sehen hier Silber als eine ganz spannende Hybridstelle zwischen der Edelmetall- und Industriemetallnachfrage. Und Industriemetalle an sich bewegen sich langsam auf Jahresende nach oben, sind natürlich deutlich gedämpft über die wirtschaftlichen Aussichten, orientieren sich sehr stark an den Einkaufsmanager-Indizes im produzierenden Gewerbe. Hier sind eher die Trends momentan, wie schon gesagt, bei Nickel, Kupfer und auch den breiten Industriemetallkörben. Okay, eine Nachfrage noch an Sie. Bleibt der Verkauf eines EDCs Xetra Gold bei einer Haltefrist über ein Jahr steuerfrei, fragt ein Zuschauer oder Zuschauer. Also die Frage kann ich nur sehr schwer beantworten. Xetra Gold ist ja nicht von uns, also aus unserem Haus. Ich kann zu einem Fremdprodukt eigentlich keine Stellungnahme geben. Aber ist das nicht ähnlich bei den verschiedenen Produkten oder gibt es da unterschiedliche Regeln? Da gibt es definitiv Unterschiede. Wir haben ein Goldprodukt bei uns im Haus, das WisdomTree Physical Swiss Gold mit dem vergleichbaren Steuerstatus. Es ist aber so, dass wir zu Mitte des Jahres einen Regierungsentwurf oder eine Vorlage gesehen haben, wo das in Frage gestellt wurde. Das hat sich aber allgemein auf physisch hinterlegte Gold-ETCs und die Steuerfreiheit in Deutschland bezogen, nicht auf ein Produkt speziell. Meines besten Wissens ist dieser Entwurf nicht umgesetzt worden, das ist noch ausstehend. Also. Okay, na gut, vielleicht kriegen wir hier noch einen Hinweis im Chat auch von der Deutschen Börse. Jetzt sind wir schon ein bisschen gesprungen, ne? Jetzt haben wir mal einen Überblick über alles gegeben, was nachgefragt ist. Vielleicht, wenn wir noch jetzt zum Öl oder nacheinander mal rübergehen. Öl, Gold, Silber und vielleicht Nickel nochmal herausgreifen als das, was eben genannt wurde. Beim Öl fragt ein Zuschauer jetzt,
Welche Gründe sprechen überhaupt für einen Preisanstieg beim Öl? Herr Weinberg ist nicht so optimistisch. Und wenn wir jetzt alle das Gefühl haben, dass die Konjunktur eher schwächelt als stark daherkommt, dann ist das da auch die richtige Vermutung, oder Herr Weinberg? Wie ist Ihre Ölprognose? Ja, das ist auch richtig. Ich vermute, dass wir nicht viel Potenzial aktuell beim Ölpreis sehen, zumal unser Bild jetzt, wenn man immer nach einem Buchstaben für die Form der Erholung her sucht. Diesmal ist es ja weder ein V, also ein schneller Rückgang und ein ebenso schneller Zurückschnappen, wie es im Jahr 2009, 2010 der Fall war bei der Wirtschaftskrise, und auch nicht ein W, also dass man jetzt nach einem Rebound, nach einer Zwischenerholung nochmal eine Landung hat und dann wieder eine schnelle Erholung. Diesmal ist es ein bisschen anders. Wir vergleichen es mit einer Quadratwurzel. Das heißt also, ein massiver Rückgang im Frühjahr dieses Jahres bis in den Sommer hinein, dann eine starke Erholung, aber eben nicht auf das Ausgangsniveau, sondern irgendwo in der Mitte ist diese Bewegung, ist diese Erholung gestoppt und seitdem eine Seitwärtsbewegung. Und dieses Bild leider muss man ja nicht nur für die Konjunktur, sondern auch für den Ölpreis momentan vertreten, denn es gibt von der fundamentalen Sicht nicht so viele Gründe für einen steigenden Ölpreis. Denn natürlich, die Nachfrage wird sich nicht so schnell erholen. Die Nachfrage, Trends, insbesondere in der Luftfahrtbranche, da werden wir eine Normalisierung frühestens aus meiner Sicht im Jahr 2022, vielleicht sogar 2023 sehen. Und da muss ja einiges bis dahin auch noch passieren. In der Schiffsfahrt genau das Gleiche. Also kann man ja wirklich von keiner Normalisierung sehen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Länder, die nicht innerhalb der OPEC sind oder nicht innerhalb des Abkommens zwischen der OPEC und ihren Alliierten, allen voran Russland, wenn sie nicht ein Teil dieses Abkommens sind, dann versuchen sie momentan den Gunst der Stunde zu nutzen und nochmal ihre Produktion zu erhöhen, damit man ja noch vielleicht ein bisschen mehr Öl als die Konkurrenz verkauft. Das macht Brasilien, das macht Norwegen, das machen auch einige OPEC-Länder, so wie zum Beispiel Libyen. Da war die Produktion im September bei 100.000, mittlerweile ist sie schon bei 700.000, wird in den nächsten 3 Wochen in Richtung 800.000, 1 Million Barrel gehen. Also wohin mit dem ganzen Öl, muss man sich fragen. Und wenn jetzt der demokratische Herausforderer Biden die Wahlen für sich entscheiden sollte, sehe ich ganz klar auch das Thema mit dem Atomabkommen mit dem Iran jetzt auch nochmal auf dem Verhandlungstisch. Ich gehe davon aus, dass dies dazu führen wird, wenn jetzt tatsächlich die Sanktionen gegen den Iran beendet werden, wenn jetzt die Exporte aus dem Iran wieder ermöglicht werden, dass da schnell 2 Millionen Barrel Öl pro Tag mehr aus dem Iran kommt. Also da wird ja die Förderdisziplin der OPEC auf den Prüfstand gestellt, und ich bin überzeugt, dass vielleicht noch Saudi-Arabien, Kuwait und Vereinigte Arabische Emirate in einer guten Ausgangssituation noch sind. Sie haben noch das Geld, aber davon kann ja in Angola, Algerien, Nigeria und anderen Ländern kaum die Rede sein. Und da bin ich überzeugt, dass auch die Disziplin da wackeln wird. Also ich sehe durchaus die Gefahr momentan für die Ölpreise eher nach unten als nach oben. Also ich würde jetzt nicht Ölpreis von $50 oder mehr in Aussicht stellen, sondern sehe auch durchaus die Gefahr, dass wir wieder die Preise mit einer 3-Form sehen werden. Jetzt nehmen wir mal das Ölfass und stellen das zur Seite und überlegen, welche Rohstoffe trifft überhaupt eine Rezession, so wie sie jetzt kommen könnte, am meisten? Also wer ist vielleicht auch am meisten von China abhängig? Was fragt China am stärksten nach? Wobei bei China es ja momentan scheint, als wäre das die einzige Volkswirtschaft, die sich eigenermaßen wieder erholen kann. Also weiß ich gar nicht, ob die Frage richtig gestellt ist. Vielleicht muss man sagen, was profitiert von der China-Nachfrage? Frau Wohlfahrt, darf ich? Ja, gerne. Kurz, und ich glaube, unsere Analystensicht noch mal darstellen. Ich persönlich habe nicht die Erfahrung wie Herr Weinberg auf dem Markt, deshalb, das ist die Meinung unserer Analysten, aber die sind, glaube ich, am optimistischeren Ende für die Preisschätzung von Öl. China spielt da aber auch eine wichtige Rolle, und dann können wir gleich auch auf diese Frage eingehen, denn sie gehen davon aus, dass die konjunkturelle Erholung, die wir im Moment in China sehen, da ist zum Beispiel der
Transport, Flugverkehr schon auf dem Niveau von vor der Covid-Krise, also eine rasante Erholung, glauben, dass das die zusätzliche Nachfrage aus China, das Wegbrechen, das wir im Moment durch den Anstieg der Neuinfektionen in Europa und USA sehen, durchaus kompensieren kann. Zudem sind unsere Analysten der Meinung, dass die OPEC Plus, die im Moment ja hier ein Rekordproduktionskürzung gerade im April vereinbart haben von fast 10 Millionen Barrel am Tag, sich da einig sind, dass sie an den Produktionskürzungen festhalten möchten. Ich glaube, Saudi-Arabien hat sich bereit erklärt, zu so etwas wie einer Zentralbank am Ölmarkt zu fungieren. Das heißt, sollte Preisinstabilität zurückkehren, dass sie dann auch bereit wären, vielleicht sogar einseitig weiter zu kürzen, obwohl auch für unsere Analysten es zu bedenken gilt, dass Libyen jetzt eben durch die Einigung der beiden Konfliktparteien durchaus jetzt mehr in der Lage ist zu fördern, damit das Angebot vielleicht doch noch erhöhen könnte. Und unsere Analysten sehen im Moment keine Rückkehr des US-Schieferöls. Das war ja eigentlich der große Konkurrent der OPEC. Da sehen wir jetzt auch, dass sich die Anzahl der Ölbohrtürme stabilisiert und sogar zunimmt. Aber aus Sicht unserer Analysten wird es nicht mehr zu den alten Hochs zurückkehren. Und ein ganz starker View unserer Analysten ist immer noch ein schwächer werdender US-Dollar bis ins nächste Jahr hinein. Sie erwarten hier, dass wir auf bis 1,27 gehen können im Euro-Dollar-Verhältnis. Und das würde aus Ihrer Sicht den Ölpreis auch nochmal stützen. Deshalb zunächst einmal eine positive Sicht unserer Analysten auf den Ölpreis. Und vielleicht noch, wenn man keine Einigkeit bekommt zwischen der BNP Paribas und der Commerzbank, so wie ich. Ja, klar. In einer Sache sind wir uns einig, auch wir gehen davon aus, und da kommen wir eigentlich ja aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wahrscheinlich auch zu einem anderen großen Themenbild. Wir gehen davon aus, dass auch der Dollar zu einer Schwäche, zu einer latent schwachen Währung sich entwickeln wird, hat sich bereits entwickelt. Momentan haben wir eigentlich ein Rennen unter 2, 3 oder 5 Fußkranken. Das ist ja nichts anderes als momentan, was wir am Währungsmarkt ansehen. Das ist jetzt nicht eine Währung stärker als die anderen oder die andere ist schwächer, sondern die sind alle schwach. Nur die einen sind schwächer wie die anderen. Und das ist ja eigentlich der Irrsinn, den wir momentan erleben, dass die Zentralbanken im Irrglauben sind und die Regierungen, dass eine latent schwache Währung etwas Gutes langfristig ist, weil es ja die Exporte ankurbeln sollte, weil ja durch die günstigen Exporte plötzlich die ganze Wirtschaft boomen wird. Aber das ist ein Irrglaube. Denn wenn es tatsächlich der Fall wäre, dass eine schwache Währung auch eine starke Wirtschaft mit sich bringt, dann wäre ja in den 90er, 80er Jahren wäre ja nicht Deutschland Exportweltmeister geworden, sondern vielleicht Spanien, Portugal, Frankreich oder andere Länder oder Italien, die jetzt ihre Währungen bei ihren Geldscheinen alle 3, 4 Jahre dann 3 Nullen gestrichen haben. Die hatten eine Inflation, ja, weil sie natürlich auch das in Kauf nehmen mussten. Wenn man jetzt seine Währung schwächelt, dann hat man kurzfristig durchaus Profit daraus, weil man jetzt die Güter günstiger verkauft, importiert aber diese Inflation aus dem Ausland und dadurch gewinnt man am Ende nichts, sondern man hat ja nur die Inflation und die Probleme hat jetzt dann die Bevölkerung. Aus meiner Sicht, wie gesagt, ist der Glaube der Zentralbanken, dass jetzt eine schwache Währung etwas Positives langfristig ist, ist ein Irrglaube, zumal wir in der Welt nicht nur eine oder zwei Zentralbanken haben. Wir haben ja viele davon, wir haben ja ein Dutzend davon und jede Zentralbank, wenn jetzt jede Zentralbank die Schleusen aufmacht, dann hat das am Ende überhaupt keine Auswirkung, bis dass wir mehr Geld im System haben und dieses Geld aber nicht weiß, wohin damit. Und deswegen also können wir momentan auch nicht wirklich sagen, ob wir jetzt ein deflationäres Umfeld bekommen, weil ja die Wirtschaft nicht läuft, weil jetzt den Leuten und den Unternehmen das Geld fehlt, oder inflationäres Umfeld, weil so viel Geld wie nie zuvor im System ist. Also die Europäische Zentralbank oder die Fed haben in den vergangenen 10, 12 Jahren ihre Bilanzen massiv aufgebläht um den Faktor 7
Von 1 Billion ist es jetzt auf 7 Billionen Euro bzw. 7 Billionen Dollar gestiegen. Allein in diesem Jahr hat sich die Anzahl der Dollar im Umlauf um knapp ein Drittel vergrößert. Das ist das Wahnsinn, was da abläuft. Und das ist der Grund, warum die Preise steigen und gar nicht so sehr jetzt ein optimistischer Blick in die Zukunft. Und deswegen, ja, es kann sein, dass die Ölpreise steigen, aber nicht jetzt, weil die Nachfrage boomt, sondern weil diese Gelder, die momentan da sind, auch den Weg in den Ölmarkt finden, genauso wie sie es in den Aktienmarkt zuvor gefunden haben. Okay, jetzt lassen Sie uns die Währung wechseln, sozusagen nicht die Währung, sondern das Öl wechseln, über Gold sprechen. Da nehmen wir vielleicht jetzt Herrn Storz auch nochmal mit rein. Wobei an Sie auch noch eine Frage zum Thema Währung. Sie haben vorhin ja gesagt, dass viele Ihrer Anleger auch mit ETCs Währungsgeschäfte machen, sozusagen. Also es muss einem ja klar sein, dass ich nicht nur eine Wette habe bei einem ETC, sondern möglicherweise noch eine zweite, vielleicht auch noch mehr. Auf jeden Fall auch noch eine Währungswette. Zum einen ist das eine schlaue Idee, das so zu machen. Und zum anderen, wie sind für Sie Ihre Aussichten, Ihre Einschätzung zum Thema Gold als großer Anbieter von Gold-ETCs? Ja, also genau, in erster Linie die meisten, eigentlich alle Rohstoffe sind in US-Dollar gepreist. Das heißt, wenn ich als Euro-Investor diesen Rohstoff erwerbe, habe ich einerseits die Performance des Rohstoffs, aber dann auch die Performance dieser beiden Währungen, US-Dollar wieder gegen Euro, wenn ich einmal US-Dollar sozusagen long gehe und danach wieder zurückwechsel, wenn ich den Rohstoff wieder verkaufe. Der US-Dollar an sich spielt bei uns eine sehr wichtige Rolle. Also wir analysieren Gold und Silber natürlich hinsichtlich ihrer zukünftigen Preisentwicklung, versuchen uns da auch ein Bild draus zu machen. Da spielt die Inflation eine sehr große Rolle. Je höher die Inflation, desto besser für Gold im Normalfall, da der reale Zins dann deutlich geschmälert wird. Das sind dann auch die Aussichten der 10-jährigen Zinsen der Staatsanleihen, das ist der Dixie, das ist der handelsgewichtete US-Dollar, also die US-Dollar-Stärke gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern. Und das sind die CFTC-Spekulationen am Future-Markt, wie viele Kontrakte long, netto long oder auch neutral überhaupt zu diesem Thema am Markt sind. Der US-Dollar ist bei uns eine sehr wichtige Komponente. Wir sehen da eine sehr hohe Gemeinsamkeit, dass ein schwächerer Dollar zu einem etwas stärkeren Goldpreis führt. Wir sehen aber auch in der Vergangenheit Szenarien, wo es am Markt zu nicht nur einer humanen Korrektur, sondern sogar zu einem Crash kommt. Und dann könnte man erstmal davon ausgehen, dass das Gold deutliche Nachfrage erfährt. Das ist auch richtig, aber in solchen Extremszenarien sehen wir aber auch einen steigenden Dollar. Hier entkoppelt sich diese Korrelation etwas, weil der US-Dollar auch für viele Anleger nochmal ein sicherer Hafen ist. Und dann haben wir eine kurzzeitige Periode, wo wir sowohl Gold als auch Dollar steigen sehen, bis sich dieses Verhältnis wieder unter normalen Marktsituationen einspielt. Wir gehen ebenfalls davon aus, dass der US-Dollar sich zukünftig eher schwächer gegenüber den anderen Währungen entwickelt. Dementsprechend, wie auch erwähnt, sind schon einige Investoren bei uns von der nicht währungsgesicherten auf die währungsgesicherte Seite gewechselt, um genau diesen bevorstehenden potenziellen Verlust in ihrer Gesamtanlage zu minimieren. Herr Bartsche, möchten Sie zu Gold-ETCs was sagen? Ja, sehr gerne. Also auch unsere Analysten bleiben optimistisch für Gold. Sie gehen davon aus, dass in dem aktuellen Szenario unbedingt mit Gold weiterhin zu rechnen ist. Zunächst einmal haben wir Nullzinsen mittlerweile auch in den USA und mit zunehmender Inflationserwartung, zum Beispiel durch die Geldflut der Notenbanken, eben sogar noch negativere Realrenditen. Das steigert die Attraktivität von Gold. Und übrigens, wie Herr Storz bereits gesagt hat, erhöht das auch die Attraktivität einer währungsgesicherten Anlage in Gold oder in Rohstoffe insgesamt, weil die Währungssicherung, die Kosten der Währungssicherung sind abhängig von der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungsräumen. Und je kleiner die wird, umso geringer werden diese Absicherungskosten. Und damit auch wird die währungsgesicherte Anlage attraktiver. Hinzu kommt, dass unsere Analysten auch eben politische Unsicherheit weiterhin für Gold spricht und in ihrem Szenario eben der schwächer werdende US-Dollar auch nochmal Aufschub geben könnte. Deshalb gehen sie davon aus, dass wir im ersten Quartal auch die 2.000-Dollar-Marke überschreiten werden. Also Optimismus bei Anlegern und auch bei Analysten für Gold, Silber. Herr Weinberg, Sie haben ja zu den Edelmetallen jetzt noch nicht wirklich gehört. Ne? Können Sie kurz Ihre Einschätzung sagen? Gehen Sie den Weg mit?
Ja, das mache ich ungern, denn tatsächlich bin ich kein großer Fan von der Bewegung mit der Masse, mit dem Trend. Ich glaube, dass die größten Chancen immer auf der konträren Seite zu finden sind. Aber diesmal würde ich diesen Weg mitgehen, denn tatsächlich ist die Masse noch gar nicht dabei bei diesem Goldtrend. Wenn man jetzt die Positionierung der Anleger, die Herr Stotz angesprochen hat, anschaut, dann ist die Positionierung relativ nüchtern. Also diese Anleger sind per Saldo optimistisch, aber bei weitem nicht so stark, wie es jetzt noch vor wenigen Monaten oder noch vor wenigen Jahren der Fall war. Das sind ganz andere Anleger, die momentan Gold kaufen. Das sind ja die ETF-Anleger, die tagtäglich jetzt Gold in Form von den ETFs oder ETCs physisch dann einkaufen. Und es sind auch die Goldmünzen, Goldbarren-Fans, die ja aktuell die Türen von den Goldhändlern in Deutschland anlaufen. Ich glaube, dass es dieser Trend anhält. In diesem Jahr hatten wir in Wirklichkeit keine Krise, wenn man jetzt den Aktienmarkt anschaut. Denn welche Krise, wenn jetzt der Aktienmarkt auf Anschlag, also auf Allzeithoch steht, da kann man von keiner Krise sprechen. Aber es waren andere Gründe, die dafür gesprochen haben, allen voran diese ausufernde Liquidität. Kommt jetzt die Volatilität wieder, diese höhere Schwankungsbreite, dass jetzt auch die Aktienmärkte über mehrere Wochen, über mehrere Monate vielleicht in die Knie gehen, dann wird das auch auf Gold als sicheren Hafen ankommen. Bis jetzt war es ja lediglich der Kapitalschutzgedanke, der den Goldpreis nach oben getrieben hat. In der Zukunft wird das auch als sicherer Hafen interessant, aber da muss ich auch wirklich jeden Anleger, der sich einen Goldpreis von 5 oder 6 oder 10.000 Dollar pro Unze wünscht, muss ich warnen. In dieser Welt, in der Welt, wo eine Unze Gold 10.000 Dollar kostet, möchte keiner von uns so gern leben. Da stehen wir womöglich auf der Straße ohne Job, ohne was zu essen, ja, würde ich nicht sagen, aber da gibt es so viele Probleme in der Welt, von den politischen, wirtschaftlichen, finanzmarkttechnischen Problemen ganz zu schweigen, dass man ja, dass der Goldpreis eher dann eine Randnotiz sein wird. Aber das ist eben der Grund, warum man ja zu Gold langfristig greifen sollte und nicht aus meiner Sicht zu Silber. Damit kann man ruhiger schlafen. Das ist eine Versicherung, die man ja abgeschlossen hat. Aber wie bei jeder Versicherung, wenn man es jetzt abgeschlossen hat, sollte man ja vergessen, zu welchem Preis man abgeschlossen hat, auch wenn es ja manchmal wenn jetzt die anderen Anleger weniger Risiken sehen, ist diese Versicherung günstig. Momentan ist die Versicherung aus meiner Sicht fair bewertet. Ich sehe durchaus Potenzial nach oben, weil ich mehr Risiken sehe. Okay, beim Silber anscheinend nicht so sehr. Jetzt kommen Zuschauerfragen rein. Einmal kurz zwischendurch vielleicht noch das Thema Abgeltungssteuer bei Xetra Gold. Weiterhin keine Abgeltungssteuer nach einem Jahr Haltedauer. Die Nachricht ist schon längst da, der deutschen Börse, nur einmal zwischendurch noch schnell vermittelt. Und wenn wir jetzt dranbleiben, gerade als Sie jetzt gesprochen haben, kamen Nachfragen, ne? Wie sehen Sie die Entwicklung am Silbermarkt? Haben wir gehört, nicht so positiv wie bei Gold. Wie stark korrelierten Gold und Silber? Herr Weinberg, wollen Sie vielleicht auch noch in Anbetracht der Zeit? Ja, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt schlecht sehe. Ich würde sagen nur, dass Silber überhaupt kein Eigenleben hat. Herr Stotz hat das ja als ein Hybrid aus dem Edelmetall und Industriemetall bezeichnet. Oh ja, sorry. Das fand ich interessant, die Betrachtung. Ja, aber das ist ja aus meiner Sicht weder Fisch noch Fleisch. Das ist ein Problem. Denn man hat das ja dieses Problem sehr schön im Jahr 2009 gesehen, als der Goldpreis von 700 Dollar auf 1000 Dollar gestiegen war und der Silberpreis ist eingebrochen, weil es eben ein Industriemetall war, weil es eben für Spekulation geeignet ist. Aus meiner Sicht erfüllt Silber eine ganz andere Rolle im Portfolio eines Anlegers. Das ist vielleicht mit einer Goldmine zu vergleichen. Das ist gut für die Zeit, wo es alles ruhig verläuft und die Goldpreise wie in diesem Jahr steigen. Dann ist Silber gut geeignet als Anlage. Aber wenn es jetzt krisenhafter wird, wenn es jetzt mehr Krisenherde gibt, wenn es volatiler an den Märkten verläuft, dann ist Silber aus meiner Sicht keine geeignete Anlage, auch wenn jetzt viele Anleger sich die Preise von 50 Dollar oder mehr wünschen. Wie gesagt, ich kann mir tatsächlich diese Preise vorstellen, wenn es alles ruhig verläuft, aber als Versicherung ist Silber aus meiner Sicht völlig ungeeignet. Mhm.
Vielleicht noch ganz kurz, ich habe die anderen nicht vergessen, aber wirklich kurz, Industriemetalle. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Corona nochmal Auswirkungen auf die weltweite Konjunktur haben wird und auch jetzt in China ja anscheinend die Fälle wieder doch sich etwas mehren, müssen wir bei Industriemetallen vorsichtig sein. Wir haben gehört, Anleger setzen auf Nickel, Kobalt, also sprich E-Mobilität. Ja, E-Mobilität ist das A und O. Sicherlich momentan, da hat ja Herr Bakci auch schon mal sehr viel dazu gesagt. Nickel ist tatsächlich langfristig am interessantesten, weil aktuell macht die Elektromobilität bei Nickel knapp 2% der gesamten Nachfrage aus. Aber in weniger als 10 Jahren wird das ja 50-60% der gesamten Nachfrage ausmachen. Da werden die Preise sicherlich nicht unter 20.000 Dollar pro Tonne bleiben, auch wenn es kurzfristig durchaus Gefahren nach unten sehen. Denn tatsächlich war der seltsame Anstieg der Industriemetalle allein dem Umstand geschuldet, dass China über den Bedarf hinaus produziert, auch auf der ganzen Welt aufgekauft hat. Ja, sie haben ja ihre wertlose Dollar, ihre wertlose Währungsreserven auch gut angelegt, denn die Metalle haben auch tatsächlich langfristig einen guten Wert. Und wenn sich aber die Situation in China, wie jetzt anscheinend momentan der Fall ist, doch dreht und sich die Nachfrage doch dort schwächt, dann wird es ja für die Industriemetalle auch dann etwas heikel. Momentan sind die Preise auf Mehrjahreshochs. Da sind ja, wie gesagt, da hat man Potenzial nach unten, auch wenn wir es aus aktueller Sicht vielleicht mit 10-15% nach unten sehen. Aber wenn es jetzt zu einer Krise, ähnlich wie bei uns in China kommen sollte, dann werden die Preise noch stärker unter Druck kommen. Okay. Und das spiegelt sich ja im Grunde in dem, was die Anleger machen, wieder auch diese Einschätzung, oder, Herr Bakci? Sicherlich. Also die langfristigen Anleger, das sehen wir bei Nickel. Vielleicht was wohl auch recht interessant ist, wobei unsere Analysten jetzt kein detailliertes Research zu Industriemetallen veröffentlichen. Herr Weinberg hat es erwähnt, Kupfer ist jetzt auf einem Mehrjahreshoch, ich glaube das höchste Niveau seit 2018. Und da sehen wir Rekordimporte auch seitens China. China versucht die Wirtschaft ja auch wieder mit Infrastrukturprogrammen, wie so häufig, zu stimulieren. Und wenn man bedenkt, dass China der größte Nachfrager bei Industriemetallen ist, also einen Marktanteil von über 50% hat. Das heißt, jede zweite Tonne, die weltweit produziert wird, wird von China verbraucht, ist natürlich die Abhängigkeit von China extrem hoch. Deshalb gilt es unbedingt, den China-Faktor auch bei der Anlage in Industriemetallen zu beachten. Okay, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt zum Fazit kommen. Wir haben eine Menge über die Rohstoffmärkte gehört. Jetzt nochmal kurz Fazit zum Thema ETCs. Für welche Anleger ist das was und wie hoch sollte der Anteil oder kann der Anteil im Depot sein? Kann man das sagen? Ich meine, wenn ich jetzt Anbieter frage, weiß ich nicht, ob es eine schlaue Frage ist oder ob sie mir sagen, am besten das ganze Depot voller ETFs und ETCs oder ob sie wirklich sagen, also wer ist da besonders prädestiniert und wie viel macht Sinn? Herr Storz, wollen Sie zuerst? Gerne. Das ist natürlich eine sehr interessante, spannende Frage. Wir kennen ja aus der Vergangenheit, wie viel Prozent die Rohstoffe am gesamten Asset Allocation Kuchen ausgemacht haben. Ich denke, dass es hier dieses Jahr und vor allem auch in Zukunft momentan einen deutlich stärkeren Fokus in diesem Rohstoffsektor auch noch auf Gold gibt. Das heißt, mit Gold und auch physisch hinterlegt sehe ich da sehr, sehr gute Chancen, dass das im Portfolio sich auch ausbezahlt über die nächste Zeit. Mit anderen Rohstoffen wie Energie und Industriemetallen würde ich taktisch bleiben in Zukunft und den Markt beobachten. Und ETC ist empfehlenswert schon für Anleger, die einfach sagen, uns interessieren Rohstoffe einzeln, macht das keinen Sinn. Wir gehen jetzt über ein Produkt. Genau, bei einem ETC kann ich ja den Rohstoff an der Partizipation des Rohstoffs teilnehmen. Ich kann ja natürlich auch das auf der Aktienseite das Unternehmen die Mine kaufen. Das ist aber eine ganz andere Korrelation und ein ganz anderes Thema am Ende des Tages. Und die ETCs sind zwar Inhaberschuldverschreibungen, sind aber vollständig gesichert. Also da hat sich auch viel Positives entwickelt, auch seit der Finanzkrise, das auch, obwohl es immer noch als ETC beschimpft wird, eigentlich einen sehr, sehr guten und sicheren Status eigentlich auch für die Zukunft haben sollte. Mhm. Kemal Bakci, für wen sind ETCs etwas und wie viel macht Sinn? Ja, es gibt ja diese langfristigen Studien über die Korrelation der Rohstoffmärkte, auch mit den klassischen Anlageklassen. Ich glaube,
eindeutig sind Aktien und Anleihen die Hauptbestandteile eines Portfolios. Aber in diesen Studien kommt immer wieder raus, dass die Beimischung mit Rohstoffen mit einer Allokation von 5 oder 10% durchaus sinnvoll sein kann, weil sie damit eine Anlageklasse haben, die eine historisch sehr geringe Korrelation aufweist, sowohl zu Aktien als auch zu Anleihen. Das heißt, Sie können Ihr Portfolio-Risiko damit breiter diversifizieren. Und ich glaube, das ETC ist dafür eine geeignete Anlage. Herr Storz hat es erwähnt. Die Produkte sind vollständig besichert. Das heißt, sie schützen den Anleger vor dem Ausfall der Emittentin, auch wenn das Inhaberschuldverschreibungen sind. Bei uns sind sie vollständig in Deutschland besichert, nach deutschem Recht. Und sind bequem handelbar für alle Anleger. Es geht schon los. Ein ETC kann 20, 30 Euro kosten. Also ab einer Einheit kann man diese schon erwerben und liquide am Markt verkaufen. Die deutsche Börse achtet auch darauf, dass die Mindestliquiditätsstandards eingehalten werden. Also wir als Produktanbieter sind auch verpflichtet, da die Market Maker oder ausreichend Liquidität immer zu stellen, sodass die Produkte gekauft und verkauft werden können. Und deshalb ein sehr bequemes Instrument, das man eben immer verfügbar hat zu deutschen Börsenhandelszeiten. Okay, und trotzdem sollte man sich, Herr Weinberg, das haben wir gelernt, glaube ich, in diesem Panel, natürlich überlegen, welche Einschätzung habe ich zu den einzelnen Rohstoffen und beachten, dass ETCs natürlich Rollzins- und Währungsrisiken haben. Über all diese Risiken haben wir gesprochen. Die Zeit ist eigentlich schon um. Ein kurzes Tschüss von Ihnen, Herr Weinberg, oder Empfehlung an ETC-Anleger? Sollte man ja unabhängig von den anderen Anlageklassen und Rohstoffen im Depot haben, eben mit 5 bis 10% Rohstoffe, sollte man aus taktischen Gründen immer kurzfristig aus Sicht von 1-6 Monaten durchaus kaufen, wenn man jetzt auf eine besondere Entwicklung wie beispielsweise Nickel oder China oder Minenausfall oder Wasserstoff setzt, dann sind die Rohstoffe gut geeignet. Aber ansonsten, man sollte aufpassen, wie mit jeder Anlage, was man mit dem Geld macht. Und da sollte man ja mehr Zeit sich nehmen und sich mit diesen Märkten vielleicht ein Stündchen pro Tag. Auseinandersetzen, dann wird es auch langfristig jedem viel mehr Spaß machen. Jetzt wird uns schon der Saft abgedreht, habe ich das Gefühl. Ein Stündchen haben wir uns Zeit genommen für das Thema heute Rohstoffe und ETCs. Mir hat Spaß gemacht, es war spannend mit Ihnen dreien. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme, bedanke mich bei den Zuschauern für Ihr Interesse. Und ja, wir sehen uns wieder. Wir jetzt speziell, also ich und die Zuschauer hoffentlich, um 14 Uhr. Da geht es um das Thema nachhaltig investieren, ESG. Sicherlich ein ganz großes Thema 2020, was immer stärker in Fahrt kommt. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Die Deutsche Börse bietet in dieser digitalen ETF-Woche noch mehr digitale Panel ein. Klicken Sie sich einfach mal auf die Seite rein und schauen Sie, was da noch spannend ist. Ich sage Tschüss für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie alle gesund. Tschüss. Vielen Dank. Wiedersehen.